Schönen guten Abend zur Pressekonferenz. Siebte Runde, Tipico Bundesliga. Wir gewinnen zu Hause gegen Altach nach einem harten Fight 2:1 und bitten den Gästetrainer Werner Grabherr um ein kurzes Statement zum Spiel. Ja, auch von meiner Seite guten Abend. Ich kann Hartberg in diesem Fall nur gratulieren zu diesem 2:1. Sie wollten es am Ende einen Tick mehr wie wir, haben es trotzdem verabsäumt, vor allem in der ersten Halbzeit früh auch in Führung gehen zu können. Haben dann sehr viel investiert und in der zweiten Halbzeit vor allem das Zentrum dann auch verloren und sind so immer wieder zu einfach in Defensivaktionen gekommen. Am Ende haben wir die zwei Standardsituationen zustande kommen lassen, haben sie zudem noch nicht verteidigen können und dann steht es 2:1, was in unserer Situation nach der Führung vor allem dann auch doppelt bitter ist. Danke. Danke. Markus, endlich hat es wieder geklappt mit dem Heimsieg. Bitte um deine Analyse. Diesmal sind die Standardsituationen für uns gewesen. Scheinbar haben wir gut trainiert, weil das ja doch ein ziemlicher Thema war in den letzten Wochen. Wir haben in der Länderspielpause versucht, bewusst gewisse Dinge auch den Spielern zu erklären und auch bewusst zu machen, dass wir viele Dinge richtig machen, aber es viele Dinge dabei sind, die noch relativ unreif sind. Und das heutige Spiel ist, glaube ich, eine richtige Bestätigung dafür, dass die Mannschaft verstanden hat, dass es in diesem Spiel halt nicht nur darum geht, schön zu spielen und das Lob des Gegners zu bekommen, sondern auch Punkte zu holen. Und ich glaube, dass wir in den ersten 15 Minuten nicht so im Spiel waren. Es hat mehrere Gründe gehabt, aber ich glaube, ab der 15. Minute war das noch ein Spiel, das wir unter Kontrolle gehabt haben, wo wir uns Torchancen erarbeitet haben und das Tor ganz einfach wieder nicht gemacht haben. Und mit dem 1:0 war das wie ein Film, den ich jetzt in den letzten Wochen relativ oft gesehen habe. Aber die Mannschaft hat für mich tolle Reaktion gezeigt und hat sich heute ganz einfach für das belohnt, was er sich über 90 Minuten erarbeitet. Und großes Kompliment an die Mannschaft. Wobei ich ja glaube, dass Altach heute ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und dementsprechend bin ich froh, dass wir heute die drei Punkte machen konnten. Danke. Pippo, Matchwinner, wie fühlt sich das an? Ja, ist natürlich ein unglaubliches Gefühl für mich heute. Aber im Endeffekt ist es egal, wer das Tor schießt. Wichtig war halt nur für uns, dass wir heute die Partie gewinnen. Die Einstellung sind wir heute ins Spiel gegangen. Der Trainer hat noch vor dem Spiel gesagt, er weiß, dass wir heute den Standard da machen. Im Endeffekt sind es dann zwei geworden und freuen uns natürlich sehr und sind überglücklich, dass wir die Partie heute gewonnen haben. Danke, Pippo. Fragen der Journalisten. Christoph? Du hast gerade gesagt, dass beim 0:1 ist da viel vorgekommen. Also diese Situation, es hat sich wieder wiederholt. Was hat die Mannschaft aber diesmal anders gemacht als bei den Spielen zuvor, dass jetzt wirklich auch dieses Erfolgserlebnis festgelegt war? Ich meine, wir wissen alle, dass es auch dieses Quäntchen Glück im richtigen Moment braucht. Und ich glaube, das Glück kann man sich erarbeiten, aber es ist ja wichtig, dass man seinen Ideen nachher treu bleibt. Und die Mannschaft hat das heute über 75 Minuten richtig gut gemacht. Und heute war der Momentum, glaube ich, auf unserer Seite. Wir haben ganz einfach aus zwei Standardsituationen diese zwei wichtigen Tore gemacht. Und das heißt jetzt dann nicht, dass wir bei Standards jetzt dann so, nein, das ist es nicht. Das ist ganz einfach auch dieses Quäntchen Glück, dass da halt der Ball nachher dorthin rollt. Jetzt dann vor allem Philipp seine Füße, dass er dort nachher abschließt. Und das muss man sich auch arbeiten. Und das hat die Mannschaft getan und wurde heute dafür belohnt. Also in den ersten 15 Minuten waren sehr viele Abspielfehler, sehr viele Abstimmungsprobleme. Worauf führst du das zurück? War die Mannschaft so nervös? War irgendwie... Ich für mich, in meinen Analysen habe das schon in den letzten Spielen auch gesehen, dass es nachher Situationen gibt und das sind meistens in der ersten Hälfte, wo man aus welchen Gründen auch immer gewisse Schwächen zeigen und den Gegner relativ leicht in die letzte Zone kommen lassen. Und ich finde es trotzdem so, dass wir es heute noch 15 Minuten unter Kontrolle gehabt haben und dementsprechend, glaube ich, kann man da auch eine Entwicklung erkennen. Die erste Viertelstunde
wie schon erwähnt wurde, war relativ spielerisch auch gut von euch. Wieso ist dann wieder so ein Bruch gekommen? Und waren ja eigentlich gar keine Gründe da, dass man da jetzt so den Faden nachher kurzzeitig verliert oder so? Es sind noch einzelne Situationen, die teilweise dann zu leichten Umschaltsituationen geführt haben oder dass man dann vorne einfach ein Stück weit übermütig wurden. Also Boris Prokopitz aus der Mitte rausrennt, ein Tormann attackiert, das sind dann Dinge, die, wo uns dann Spieler im Zentrum fehlen und dann ging es zwei, dreimal einmal in die andere Richtung, dann hat sich das Spiel ein Stück weit stabilisiert. Wir haben es in der Phase nicht geschafft, das Tor zu erzielen. Selber, glaube ich, 5, 6 Standards, Eckbälle gehabt. Gute Phase, viele Abschlüsse auch. Danach war es, wie schon bereits angeführt, stabilisiert auf beide Seiten. Beide haben versucht, offensiv auch das Ganze in Torschossen umzumünzen und dann hat sich auch unsere Mannschaft dann irgendwann ein bisschen mehr zurückgezogen, dem Gegner mehr Räume überlassen. Ja, so ging es dann in der zweiten dann ein Stück weit auch weiter und hinten raus war es dann ein Spektakel für die Zuschauer. Ja. Vielleicht auch ein paar Worte zum Philipp. Der Philipp war jetzt im Sommer vielleicht so ein bisschen die Notlösung, den als Innenverteidiger zu bringen. Er macht das, denn er erledigt seinen Job, glaube ich, ganz gut auf der Innenverteidigerposition. Heute auch mit dem Torerfolg. Ist diese Notlösung in Wahrheit eine der ganz, ganz wichtigen Geschichten gewesen im Sommer, dass das auch wirklich so aufgeht und auch wirklich so jetzt auch gut klappt? Ja, absolut. Also solche Situationen entstehen natürlich durch Ideen, aber es hängt immer vom Spieler ab, wie er sowas annimmt. Und der Philipp hat das von Tag 1 an super angenommen, war extrem intensiv dabei bei diesen taktischen Elementen, die uns wichtig sind. Und das, was der Philipp uns gibt, ist natürlich eine gewaltige Qualität im Spielaufbau. Und das ist etwas, das mir persönlich sehr gut gefällt und dementsprechend hat sich der Philipp da jetzt dann eine Position erarbeitet, die er sich erarbeitet hat und darauf kann er jetzt einmal stolz sein, aber wir alle und da schließe ich das Trainerteam ganz einfach auch mit ein, wir müssen wissen, dass das nur eine Momentaufnahme ist, wir dürfen da jetzt nicht irgendwo glauben, da ist jetzt ein großartiges erreicht, das ist es nicht, sondern wir müssen da beinhart weiterarbeiten und diesen Weg weitergehen. Die letzte Saison war nicht immer leicht, man hat schon zwei Spiele nur über 90 Minuten in der zweiten Liga im Aufstiegsjahr, wo er extrem viel Spielzeit. Zeigt es auch wieder irgendwo, dass es passt, wenn man da dran bleibt, wenn man da weiter Gas gibt, dass sich das irgendwann alles wieder zurückkommt? Ja, natürlich. Das letzte Jahr war nicht ganz einfach für mich persönlich. Aber ich habe mich im Dienst der Mannschaft gestört trotzdem und bin immer dran geblieben. Und jetzt mit Trainerwechsel von Anfang an gespürt, dass mir der Trainer ein gewisses Vertrauen schenkt. Das habe ich probiert zum Nutzen und bis jetzt läuft es ganz gut, würde ich sagen. Kannst du, Geschwindigkeitsthema gegen Gebauer. Wie zufrieden bist du mit dem Flo Flecker auf der Linksverteidigerposition gewesen und davor mit Christoph Kröpf? Wir sehen da am meisten Torschüsse, am meisten Zweikämpfe, also die beste Zweikampfquote, wobei man ein bisschen mit den Zweikämpfen gehabt hat. Wie bist du mit der linken Achse zufrieden? Das hört sich einmal cool an. Ja. Der Flecki hat ja in Innsbruck schon auf der Position für 10 Minuten, Viertelstunde gespielt gehabt und hat das damals in Innsbruck schon relativ gut gemacht. Er hat das ja beim WRC auch schon gespielt gehabt, also das ist jetzt nicht etwas, was komplett neu ist. Und die Überlegung war natürlich dahingehend, aufgrund auch der Tatsache, dass der Blue ausgefallen ist, eine Variante zu finden, dass das passt. Und ich finde, dass er das heute überragend gemacht hat. Einen maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass wir am Ende auch wirklich diese drei Punkte holen konnten und auch die Idee nachher mit dem Kröpfe über die Halbposition oder noch variabler über die linke Seite zu kommen, ja, das wurde heute belohnt und ist für uns alle wichtig, dass da ganz einfach mehr Möglichkeiten entstehen in der Ideengebung für den Trainer, den jeweiligen Gegner angepasst. Gibt es noch Fragen? Passt, dann danke die Herren, den Alltag und eine gute Heimreise und alles Gute. Danke.